Norwegen gegen Schottland, das Duell der beiden Viertplatzierten ihrer jeweiligen Quali-Gruppe. Beide zuletzt 98 in Frankreich bei einer Weltmeisterschaft mit dabei. Die Hausherren in Rot, aber deren Mann in Gelb, heute euer Nyland, brachte Norwegen beinahe früh in Rückstand. Ikechi Anja mit dem Versuch aufs leere Tor. Kurz vor dem Seitenwechsel dann die erste Chance für die Skandinavier, Magnus Eikrem. Es ging ohne Treffer in die Pause. Zweiter Durchgang, wieder Norwegen, das ist Markus Pedersen mit der Riesenmöglichkeit zur Führung, 57. Minute. Den muss er platziert aufs Tor bringen, denn so kam David Marshall noch mit dem Fuß ran. Dann die 61. Minute. Scott Brown, das 1:0 für die Gäste und jetzt rächte sich die Chancenverwertung der Skandinavier. Schottland führte durch Brown den Mann von Celtic Glasgow. Keine Chance für Nyland, der Ball noch leicht abgefälscht dazu, ganz spät erst zu sehen. Doch Norwegen hatte noch die Möglichkeit zum Ausgleich. 90. Minute, Anders Konradsen, der wurde kurz zuvor eingewechselt und vergibt hier die letzte Chance der Partie. Schottland gewinnt gegen Norwegen. Und Stuttgarts Mo Abdellaoue, der kam zur zweiten Hälfte, hatte aber keine nennenswerte Aktion. Im Gegensatz zu ihm, Scott Brown, der Matchwinner.